Das DRK-Schul- und Therapiezentrum in Schwentinenthal bei Kiel ist eine einzigartige Einrichtung zur Eingliederung von Kindern und Jugendlichen mit schweren Körperbehinderungen. Sie bietet zwei Wohn- und Betreuungsbereiche, in denen die jungen Leute zusammenleben und pädagogisch, pflegerisch sowie therapeutisch betreut werden. Damit wird Ihnen der Schulbesuch im Landeszentrum Körperliche und Motorische Entwicklung Schwentinenthal ermöglicht, das im gleichen Gebäude untergebracht ist. Hier können alle Bildungsabschlüsse mit Ausnahme des Abiturs erreicht werden. Schüler, die die allgemeine Hochschulreife anstreben, wohnen zwar auch im Schul- und Therapiezentrum, besuchen aber den Unterricht in einem benachbarten Gymnasium. Darüber hinaus gibt es im DRK-Schul- und Therapiezentrum auch eine Wohneinheit für junge Erwachsene, die sich in der Berufsausbildung oder im Studium befinden. Sandy Roos und Oliver Bark, zwei Bewohner des DRK-Schul- und Therapiezentrums, präsentieren in diesem Film wichtige Bereiche der Einrichtung. Wir beginnen ganz privat in ihren Zimmern. Ja, im Hintergrund seht ihr vielleicht sogar mein Zimmer. Ich habe nämlich das große Glück, ein Einzelzimmer zu haben. Das ist nicht immer der Fall, aber aufgrund der Zimmerbelegung geht das im Moment. Ja, das finde ich voll gut. Ja, moin. Dies ist mein Zimmer. Wie ihr seht, lese gerne, gucke viele Filme, hab meinen eigenen Fernseher, mein eigenes Bett. Und boah, hier verbringe ich so meinen Abend eigentlich. Wie für alle schulpflichtigen Kinder ist auch für die jungen Bewohner des Schul- und Therapiezentrums der Unterrichtsbesuch im Landeszentrum Körperliche und Motorische Entwicklung ein sehr wichtiger Teil des Alltags. Bildungsabschlüsse und Fächerkanon entsprechen denen aller Regelschulen in Schleswig-Holstein. Aber die Klassen sind kleiner. Sie umfassen nur 6 bis 9 Schüler und werden jeweils von einer Lehrkraft unterrichtet sowie parallel von einer pädagogisch-pflegerischen Fachkraft betreut. Darüber hinaus sind Unterricht und Therapie aufeinander bezogen und eng miteinander verzahnt. Jetzt nehme ich euch mal mit und wir fahren mal kurz in die Schule. So, ich sehe vor mir schon die große Pausenhalle und dann wollen wir mal schauen, ob wir da ein paar tolle Aufnahmen machen können für euch. Der Therapiebereich des DRK Schul- und Therapiezentrums, das heißt Physio- und Ergotherapie, sowie Logopädie und Psychologie, ist eine wichtige Säule des Einrichtungskonzepts. Die hier tätigen Fachkräfte fördern die Schüler integrativ und arbeiten eng mit Lehrern und Betreuern zusammen. Schüler und Eltern werden von den Therapeuten auch detailliert über erforderliche Hilfsmittel und deren Anpassung beraten. Die Verordnungen der Therapien und ihre Kontrollen erfolgen in den regelmäßigen Visiten eines niedergelassenen Neuropädiaters und eines Neuroorthopäden, die in der Einrichtung stattfinden. Die 4x8 Meter große Kletterwand ist ein Highlight der Einrichtung. Hier können auch Schüler mit großen körperlichen Beeinträchtigungen ungeahnte Höhen erreichen und besondere Erfolgserlebnisse genießen. Im DRK Schul- und Therapiezentrum gibt es auch ein Schwimmbad, dessen Wassertemperatur beständig 32 Grad beträgt. Es wird für den Sportunterricht, für die Therapie und in der Freizeit gern und ausgiebig genutzt.
Die eigenständige Zubereitung von Mahlzeiten wird in der großzügigen, barrierefreien Lehrküche trainiert. In der benachbarten Mensa kann dann gemeinsam alles verzehrt werden. Keine Ahnung, die schlagen wir. Na, ausgeführt? Ja. Bitte? Ja. Hervorragend. Schön. Na. Ein Teil der Schüler des Landesförderzentrums wohnt nicht im DRK Schul- und Therapiezentrum, sondern verbringt dort in extra eingerichteten Gruppenräumen jeweils den Nachmittag mit gemeinsamem Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Therapien, Freizeitangeboten und jeder Menge Spaß. Ein wichtiges Entspannungsangebot im DRK Schul- und Therapiezentrum ist das Wasserklangbett im Snöselenraum. Nicht nur Sandy nutzt es regelmäßig. Ja, ist auch echt eine schöne Anschaffung. Es ist halt auch immer voll schön, das Wasserbett während der Schulzeit zu nutzen, weil man dann auch mal ein bisschen aus dem Schulalltag rauskommt. Also es bieten die Lehrer auch oft an, dass man sich einfach mal zur Erholung eine halbe Stunde aufs Bett legen kann. Mobilität ist ein wichtiges Thema. Für alle Fahrten der Schüler stehen mehrere hauseigene Fahrzeuge zur Verfügung, die alle behindertengerecht ausgestattet sind. So, und jetzt will ich mal so richtig kreativ werden. Nachmittage und Abende im DRK Schul- und Therapiezentrum bieten ein buntes Freizeitprogramm. Die Kreativwerkstatt und die Diskothek sind natürlich besonders beliebt. Das gilt aber auch für alle möglichen Ausflüge, zum Beispiel ins Kino, in den Zoo oder an den Strand. Ein Leben ohne Sport ist auch im DRK Schul- und Therapiezentrum undenkbar. Die Fußball-AG trainiert regelmäßig. Viele Schüler und Bewohner, die mit dem Elektrorollstuhl unterwegs sind, sind in den beiden E-Ball-Mannschaften des Schul- und Therapiezentrums engagiert. Sie nehmen in jedem Jahr an den norddeutschen Meisterschaften in dieser besonderen Hockeysportart teil und haben schon viele Pokale gewonnen. Alle Schüler des DRK Schul- und Therapiezentrums wohnen in verschiedenen Gruppen, die jeweils 6 bis 8 Kinder und Jugendliche umfassen. In diesen Wohngruppen hat jedes Mitglied immer 2 Bezugsbetreuer, die auch die Hauptansprechpartner für die Eltern sind. Die Bezugsbetreuer entwickeln jeweils für ihre Schüler gemeinsam mit den jeweiligen Eltern sowie dem gesamten interdisziplinären Team individuelle Förderpläne, die kontinuierlich überprüft und angepasst werden. Jede Wohngruppe verfügt übrigens über eine große Terrasse oder einen großen Balkon, die allesamt rollstuhltauglich sind. Das DRK Schul- und Therapiezentrum kann auf die Dienste verschiedener zentraler Abteilungen zählen. Dazu gehören neben der Küche und der Hauswirtschaft auch der technische Dienst, die EDV und die allgemeine Verwaltung. Wir fangen um 6 Uhr an, ja, und sind dann um 14 Uhr, haben wir Schluss hier. Ne? Das ist eine Gemeinschaftsverpflegung. Sollen wir dicht da rankommen, oder? Ihr sieht toll aus. Ihr so. Ja, und diese Szene spricht für sich.